machen, ne? Grillkatchen. Nee, geht nicht, die wird hier nicht festhalten. Hallo und herzlich willkommen von meinem Lenkrad. So, wir befinden uns gerade in Den Haag. Wir haben 20 Uhr abends. Und Tatsache, schon 20 Uhr. Ja, schon 20 Uhr. Und wir haben leider habe ich die Aufsätze vergessen fürs Fahrrad. Der Puster fährt ja mit Helm. Wir können ja nicht mit Helm fahren. Scheiße aus, was nicht braun und alles. Ich muss ja nicht mehr bei Moped fahren, wenn Helm fahren. Genau, selbst die Mopeds fahren hier ohne Helm. Und ihr seid gerade momentan bei mir am Lenkrad. Robert haben wir auch dabei. Und wir haben gesagt, damit wir euch zumindest mal ein bisschen was zeigen können, zeigen wir euch mal so ein bisschen die Strandpromenade hier in Den Haag. Übrigens, ich behaupte, das ist die Hauptstadt Hollands. Robert sagt, Regierungssitz und Hauptstadt ist Amsterdam. Ich sage... Nee, ich glaube irgendwie Regierungssitz ist in Den Haag, aber die Hauptstadt, die amtliche Hauptstadt ist Amsterdam. Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Weil also ich glaube, Den Haag ist die Hauptstadt von Holland. Kann auch gut sein. Das kann auch gut sein. Ey! Das ist eure Hauptstadt. Wisst ihr, glaube ich, selber nicht. So ja. Viele ja, nee. Vor allem hier sind wirklich viele. Ja, du darfst es sagen, ich sage es nicht. Viele möchte gern Mummels. Genau. So, jetzt zeigen wir euch aber mal ein paar Eindrücke hier. Zack, Robert, ich überreiche dich mal dein Kamerading. Das sind die Eindrücke, die wir in Den Haag gewonnen haben. Genau die. Nein, Spaß. Vor allen Dingen frauentechnisch mäßig geht das hier ganz gut klar. Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann. Nee, hier ist die, guck mal, die hier vorne am Longboard. Hört man nicht zoom noch? Mal ran. Wo denn? Die am Longboard. Tatsache, ich kann nicht zoomen. Kann obwohl, das Ding sieht zoomen? Schon ein bisschen lefty aus, wie die da hochduckelt. Aber ich könnte doch was jung sein, oder? Ja, das ist. Ich habe mich auch schon gefragt, sag mal. Ja, für die Abonnenten muss man ja auch mal ausschalten. Ah ja, das stimmt, natürlich. Ne? Hier, kann der Friseur mal langfahren. Mit mindestens 200 Sachen den Berg runter. Das sieht nur so langsam aus. Hier kommt genau, das ist nur hier. Der hat mindestens 400 Sachen drauf und die schon Überschall. Ja. Und die Fahrradfahrer, ja. Oh ja. Oh ja. Du siehst ja auch keinen mit Helm. Nein, an Lichtgeschwindigkeit. Das ist übrigens die Nordsee, liebe Freunde. So ist es. Nordsee. Nordsee. Und nicht das Restaurant, ne? Genau. Zeig mal die Fahrräder. Fahrräder? Achso, die. Da hinten haben wir in den Audi gekloppelt. Ja. Alles rein, was keinen Namen hat hier. Bisschen auseinandergefriemelt. Genau. Und dann läuft ja. Das. Zwei Moffets am Stand, was ist denn hier mit dem Parkstand? So, was halten wir hier denn hier von den Häusern? Geht so. Nicht unbedingt ganz so wertvoll, was die Architektur angeht. So ein bisschen. Nein. Jetzt kommt schon wieder die Scheibenwischer-Aktion. Ach ja. Da, aber das ohne macht. Siehst du? Da, Muckchecks. Ja. Genau, genau so läuft das hier. Genau ja, so und nicht anders. Viele Mopeds, also sehr viele Motorräder vorbei, genau. Wieder ohne Helm. Unfassbar sowas. Unfassbar. Aber ich muss echt sagen, was ich nicht gedacht hätte, dass ich Punkt 1, dass die Fahrräder von uns erstmal hier schön in die Karre passen. In Kriegers Auto passen. Und du kannst ja auch Strecker machen, so. Da bist du auch noch mit drauf. Ich bin gar nicht so. Ich bin nicht so Videogen wahrscheinlich. Klar bist du Videogen. Schreibst du dir immer da. Soll ich auch mal rufen, Junge? Da ziehst du aber hier. Du kannst den Subwoofer anmachen, das reicht dann schon. Ja, aber ich muss lizenzfreie Musik, weil das lade ich auf YouTube. Ach, das willst du auf YouTube, das oder? Das lade ich auf YouTube. Und lizenzfreie Musik. Warte, ich hab. Warte, ich hab was. Warte. Da, das ist lizenzfrei. Halt mal höher. Das ist meine Pocke-Film. Ja. Ist noch ein bisschen gerade. Das ist geil. Ja, Arschlecken, ey. Das ist nicht so einfach hier. So. Auf jeden Fall, wir fahren gerade die Promenade entlang. Es ist verdammt voll. Das hätte ich nicht erwartet. Jetzt nicht mehr, aber vorhin, hallo, also da ja. War schon Kirmes am mäßig. Guck mal hier, einfach auch mal gediegen, weißt du? Mal schön abends hier die Fenster waschen. Aber das sind zum Beispiel hier, das ist so ein Palace, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier geht. Ist in Ordnung. Deckgänge, enorm. Also das wird die zukünftige Commander Krieger, wenn er gefallen hat. Wir bauen euch jetzt mal hier so ein bisschen. Unten ist erstmal so die Empfangshalle für Abonnenten. Dann oben natürlich die Residenz, Balkon zum Vorsprechen im Rausdauer. Das reicht und mal nicht. Auf den Meter ran. Freuen Sie uns.
So, hier die ganzen Puffs. Ah ne, die haben wir hinten erst. Die zeigen wir euch gleich. Da, hier seht ihr das. Ohne. Mit ohne. Wieder ein Kugel. Ohne. Ja, ein schöner Tag in Holland war es. Wir sind um 10 vor 12 erst losgefahren. Ne? Ja, 10 vor 12 war es. Ja, waren kurz nach 2 hier. Ich glaube, da hätte sich gerade einer aufs Maul gelegt. Sind um 10 nach 2 hier gewesen und sind erstmal über eine Stunde hier rumgefahren, um einen Parkplatz zu finden. Weil irgendwie haben sich heute alle gedacht, wie zum Beispiel hier der Kollege, es ist verdammt voll. Ich wollte gerade sagen, gimme 5, aber ich glaube, ich hätte alle gekriegt, so wie der gekriegt. Also von dem auf jeden Fall. So, hier, da sind natürlich ne? So, was ist rüber oder nicht rüber? Das ist wahrscheinlich nicht rüber. So, auf jeden Fall ist es scheiße voll. Wir haben erstmal eine Stunde gebraucht, um Parkplatz zu finden. Haben dann außerhalb geparkt. Du darfst hier überall bei diesen ganzen Parkscheiß-Dingern darfst du nur 60 Minuten oder 2 Stunden parken. Ja, zumeist 60 Minuten. Das ist echt kacke, wenn du am Strand liegen willst und nicht ständig zum Parkhaus bzw. zum Parkour rennen willst. Ja. Wasser ist so kalt. Ja, aber hallo. Also Robert hat mir, was hast du mir angeboten? Ich glaube mit Kopfrunner 25. 25. Oder sogar 30 waren es, keine Ahnung. 25, ich wär auch noch, in dieses eiskalte Wasser zu gehen. Ich wäre auch noch höher gegangen. Ja, sag mal eine Summe. Wir also, sind ja noch hier. Ich sag mal, fast ans Dreistellige ran. Fast ans Dreistellige ran. Es ist, ey, du hast deine Zehen nicht da drin gehabt. Ich hatte meine Zehen da drin. Das ist ja auch scheißegal. Aber ey, ich meine, ganz ehrlich. Ja. Also ich habe Robert 150 geboten, der ist nicht gegangen. Ja, da muss schon noch ein bisschen was kommen, damit ich das mache. Weil ich versau mir doch nicht den Tag hier, wenn hier nur für 450 Euro. In der Kälte. Da muss schon. Ja, jetzt kommt da muss das. Schon mindestens dreistellige was. Mit 200. Ach so, ich saß für 150. Das sind ja auch gesundheitliche Risiken, die ich hier eingehe. Ja, klar, ist klar. So, kannst du nochmal die Promenade zeigen, dann stellt mir meine Fresse mit so einem hässlichen Puff da wieder rum. Erstmal hier, Leuchtturm, keine Ahnung, ob der funktioniert, aber wahrscheinlich schon. Bling, blam, blum. Warte, hier, ohne Scheibe. Ja, jetzt denkt sich hier Captain. Captain VW denkt sich, jetzt fahre ich mal raus. Dr. Rost. Dr. Rost. Ob das rostet, ist die Frage. Der vor uns denkt schon, was will der Affe mit der Kamera? Mache ich irgendeine Scheiße? Sind das Zivilbullen oder irgendwas? Und jetzt, was wir jetzt sehen, ist Dr. Rost. Dr. Rost. So, also nochmal hier. Ich hoffe, ich bin drauf. Bitte? Durchgucken, weiter rechts. Rechts? Ja. So. Ja. Ist eh Weitwinkel, das ist eh alles mit drauf. Okay. Hier noch ein paar Hummels. Hummels und ein bisschen Teich hier. Siehst du sehr selten, der ist 2000, finde ich. Ja, schicker Wagen. Ich weiß gar nicht, ob man mich da hört, wenn ich die Kamera hier brauche. Nee, hörst du nicht. Ich gar nicht? Nee. Ihr hört mich die ganze Zeit gar nicht. Oh, Scheiß. Show Degenehme. Also Holländisch ist so eine Randsprache, ja, ein Hummer. Hummer, 2 Meter über Wasser. Ja, das wäre auch hier, ne? Navi. Strand, 5 Meter unter Wasser. Aber ich glaube, du kommst den Navi hin. Nee, wir sind 5 Meter über Wasser. Ja, jetzt, geil. Guck mal, wir sind ja auch auf dem Deich jetzt hier, ne? Deich. Ein Deich. Ja. Damit die wieder was sagen. Damit ne? Die mal wieder hier wissen, wer der Babo ist. Freunde, wisst ihr, wer der Babo ist? Wer ist es? Mummels. Na? Wisst ihr, wer der Babo ist? Na, wo ist er? Ja, hier. Da ist er. Hier, die Dorfschlampe. Boah, Junge. Ich habe jetzt mit Absicht nicht draufgehalten. Da hättest du gerne mal raufhalten können. Alter, der eine hatte ja mehr Metall im Ohr als ich im Auto. Brumm, brumm. Mit dem? Ja, KTM. KTM geht. Kann ich auch, oder? Ja. So, da ist wieder Strandpromenade. So, hier ein bisschen. Und die wird 6,5 kriegen. Wer denn? 6,5, 7. Ach, die von Wade.
Adi. Da ja. habe ich leider nur auf die Beine geguckt. Der kann nicht parken. Ja, der kommt auch aus Bochum. Darf man euch die Kennzeichen hier zeigen? Ist das, wie ist das eigentlich mit den Kennzeichen? Da war doch Kennzeichen, was Bußblenden und so ein Scheiß. Ja, die Holländer, keine Ahnung. Verschurbarter Sport NL. Ja, aber du siehst doch immer wieder Kennzeichen bei, in YouTube-Videos. Immer wieder. Nicht nur auf YouTube-Videos, ich meine auch im Fernsehen. Ja. Sollen wir mal geradeaus fahren? Da sind wir heute lang gefahren. Da ist die Bucht. Ja, aber da ist auch Stau, ne? Ich zeige gerade mal. Hier, nö, an Dr. Rost da, da vorbei. Ist nicht so viel ja, Stau. Wobei es geht, stimmt. Weiß nicht, wenn du Interesse hast. Abkürzen hier. Ja. Na, macht euch weg, ihr Maden. Ein paar nette nee, Motorräder. Nee, dann fahren wir jetzt gleich schon wieder am, am Hafen vorbei. Am Hafen. Hafen. Am, am Pier. An der Pyre. Pyre. Wie der Schwede sagen würde. Für alle, die ja auch mal hin wollen, die haben ganz schön saftige Preise. Saftige Preise, was das Essen angeht. Hier Dr. Mummel mit dem 3er BMW. Oh, Dr. Way. Dr. J. Dr. J. Mummel. Dr. J. 8389. So, hier. Zack, hier. Wir haben am Hafen gegessen. Hafen gegessen, also das Ganze, das ist eh schon mal doppelt da, als am Hard Beach. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr. Ich glaube, der hat überholt vom der? Ja, der hat überholt. Der Rote, meine ich, hier. Muss ich hier rechts in den Choke and Wake? Ja, muss ich. Choke and Wake? Nee, weiß ja, ich nicht. Muss ich dir das mal vorlassen? Musst, nee, musst du nicht. Komm, doch, der, mein Navi sagt da. Dein Navi da hat doch gar keine Ahnung. Ja, rennen hier. Einmal Schulterblick. Glitzer, Glitzer. Also ohne Scheiß, Freunde. Den Haag ist eine Reise wert, mal so für einen Tag. Morgens hin, abends zurück, alles Taco. Alter. Ist halt nur die ein oder andere Stunde. Die Scheiße da. Was denn? Das ist hässlich. Das ist aber wahnsinnig hässlich. Warte, der ich hatte Erich hat halt gebaut. Der Erich. Oh, guck mal, links geht's ja weiter. Was? Du bist jetzt auf Video. Du Tulpendreher. Tulpendreher. Ding dong. Ding dong, ding dong. Ja. Totale Fahrradstadt. Also mega viel, was Mopeds, Fahrräder und so weiter angeht. Der Aldi ist doch, der ist doch eine Goldgrube, oder? Keine Ahnung, da gibt es tatsächlich einen Aldi. Aldi Markt in Holland. Die, ich finde das auch sehr, sehr kollegial hier von den Holländern, wie sie ihn reinlassen. Angenehmer Fahrstil, ne? Hab ich mir auch gerade gedacht. Komm, mach die Kreuzung zu, Passat. Das ist eigentlich ein V5. Wahrscheinlich die Motorbauweise. V-Motor mit 5-Zylinder eventuell. Fünf? Ja. Halt nicht parallel entgegengesetzt, sondern so versetzt. Denke ich mal. Ich fahr rechts jetzt auf die Schüssel. Krieger fährt rechts. Ich merke nicht, dass du recht wärst. Pass auf, da kommt noch so ein Volley. Kommt ja eh nicht mehr, oder? Doch, jetzt schon. Gerade vor. So, Bollacks. Komm, könnt ihr euch mal wegmachen hier? Jetzt ist Pack. Vor allem, die fahren mit den Mopeds am Bürgersteig, am Radweg. Auf der Straße. Vor allem auf dem Radweg, voll die Frechheit. Ja, mit dem Moped. Und also, hier ja, das auch wieder ein kulinarischer Hochgenuss-Ass. Ja, Architektonischer Bauweisen ja. sind's. Einfach quadratisch praktisch gut, dachte sich der Architekt, glaube so. Ich. So, können wir, Dankeschön, Dankeschön. Mein Commander erkannt, haben sie direkt angehalten, haben sie gesagt, komm, den lassen wir mal rüber. Was heißt denn, wenn eine Wohnung verkauft ist? Wie heißt denn das hier? So, wat, wie heißt das? Ne? Kurz nachdenken, 5 Sekunden habt ihr noch. 3, 2, 1. Verkocht! Verkocht, meine Herren. Verkocht, man. Es wird genauso geschrieben. Es ist verkocht. Ja. Die Wohnung ist verkocht. Die haben hier nur Zebrastreifen. Ja, sei doch froh, dass da keiner rüberläuft, Mann. Lass doch die grüße ich mal. Ja, die hat gut. Jawohl, sie hat gut. Geile Karre, geil.
geile Karre. Das war ein ganz alter Caddy. Geile Karre. Ja, leider hat die GoPro nicht so einen kleinen Bildschirm hier, das, sodass ich sehen kann, wie denn die auch. Hat sie, aber auf meinem Handy ist eine App. Und da kannst du es darüber sehen. Das wäre natürlich richtig geil, aber gut, das. Aquarium-Hobby. Aquarium-Hobby. Wenn ihr hier seid, kauft ein. Die Bude sieht mir nicht oder sieht gerade so aus, ist dass sie. Verdammt die, seriös. Dass die auch vor allem auch ordentlich. Hab ich Vorfahrt? Ich habe Vorfahrt. An Kohle ich braucht. Ich habe Vorfahrt, Leute. Oh, guck mal, muss nur auf den Zebrastreifen achten, ich hier, die nicht vorhanden. So, hier ist gerade eine schöne Brücke. In Uck Handelsreklame. So, mach ich weg. So. Ding, ding, ding. 3 Liter Biturbo, lass hören. Ups. Aber hier ist 50. Ja. Autobahn ist auch nicht das Wahre. Ob ja. 50 oder 120. 120, Freunde. Ich mach mal hier die Fenster zu. Ich glaube, das könnte der Soundkulisse enorm weiterhelfen. Was das Sprechen, glaube ich, angeht. Aber es geht, glaube ich. Hier ist nicht so die Verwirbelung gewesen. So, A4, A12, A13. Ja, ich glaube, irgendwas A12 müssen wir. A12 ne? müssen wir. Ob der A12. Jetzt fahren wir erstmal auf den Präsident Kennedy Damm. Oder wie der heißen mag. Präsident Kenne irgendwas. Ich glaube, das kannst du nicht erkennen. Könnt ihr das nicht erkennen? Flimmert das oder was? Ich glaube, das würde flimmern. Wir sind gerade auf Höhe des Meeresspiegels. Normal Null. Normal Null. Erlebt man nicht so wie oft. Wie der Schwede sagt. Der Schwede? Der Schwede. Ich bieg schon mal hier so. Na? Für die Leute, die sich fragen, wie das hier heißt, wo wir überhaupt waren, also Den Haag Scheveningen. Schreibt mal, wie man spricht, Scheveningen. Scheveningen mit V. Auch schöner Fluss hier. Schöner Fluss. Keine Ahnung, was das für ein Fluss ist, aber ein schöner. Ich glaube, das ist kein Fluss, das ist ein kleiner Kanal. Ja, Kanal, Fluss. Lass nur Holland gar keinen Wert legen. Wie groß ist die denn bitte? Holland Casino. Holland Casino. Alle Wege führen ins Casino. Ja. Aber unser Dresscode. Wird, glaube ich, heute nicht angenommen oder würde nicht angenommen werden. Lässt da leider zu wünschen übrig. Ja. Vom Strand direkt ins Holland Casino. Das Holland Casino, Präsident Kennedy Lahn heißt die Straße hier. Kennedy Lahn. Kennedy Lahn. Kennedy Lahn. Das ist die türkische Art und Weise. Ja. Wo wohnst du, Präsident Kennedy Lahn? Und du? Ja, Präsident Kennedy Lahn. Wir fahren jetzt gleich auf den Rabig. Rahmweg, ohne H, mit Doppel-A. Rahmweg. Schuld Holland. Schön. Irgendwas. Schön. Ausfahrt heißt übrigens. Uit, uit, uit. Uit, ich hab die Ausfahrt verpasst. Uit. Mal anuiten. Ja, ich zeig dir gleich mal die Ausfahrt, Kollege. Ja, aber die Buden sehen hier echt nicht so attraktiv aus, muss ich sagen. Wobei, es gab schöne Buden. Ja, ja, klar. Die Strandhäuser, die richtigen Strandhäuser, klar. Aber so insgesamt, nee, da lobe ich mir doch. Und hier versorgt sonst uit. Uit, ne? Ja. Oh. Zack, abgeuitet. Ich muss auch voll abuiten. Ich sag ja, wenn du die Ausfahrt verpasst. Uit! Ich hab die Ausfahrt verpasst. Deswegen heißt das wahrscheinlich auch so. Also der Wortursprung liegt bestimmt da irgendwo. Ist so gut. Aber ist auch wirklich. So uit. Uit. Wollten eigentlich die Pannekökenbrätre? Wollten wir eigentlich. Wir wollten eigentlich durch so ein Sumpfmorast-Gedönseldöns mal. Aber wie ihr vielleicht noch hört, der gute Herr Krieger ist noch ein wenig verschnupft und angeschlagen, nennen wir es mal so. Da haben wir uns ein wenig, oder habe ich ihn ein wenig geschont. Dann haben wir gesagt, komm. Hinzu kommt noch, wir haben zu lange mit der Parkplatzsuche verbracht, ja. Sind ein bisschen später losgefahren, ja. Haben ein bisschen am Strand gechillt, haben uns ist total geil. Legst dich einfach auf so eine Liege, dann kommt da so ein vagabundierender Urinkellner vorbei, fragt, was du trinken willst, sagst du hier, gut ist, ab geht's. Also Pusto, bis nächstes Mal auch gerne eingeladen. Kannst gucken, ob du dein Klapprad in Porsche kriegst. Und dann kommst du mit. Für einen Porsche? Ja, Porsche. Quatsch. Klar. Was denn für einen? Keine Ahnung. Dicken.
Ja, mit dem Cayenne geht's. GT3 oder sowas. Kriegst du ja nichts rein. Was sind denn das alles für Länder? Also viele kenne ich, aber... Schreibt mal rein, was für Länder ihr so gerade erkennt. So anstatt, sag mal hier das Gelb-Weiß-Schwarze mit dem Ding da. Gelb-Weiß-Schwarze mit dem Ding? Ja. Sag mal. So, Brasilien... Kanada ist klar, ja. Kamerun, Kanada... Genau. Das hier ist Thailand. Habe ich gesehen. Nee. Nee. Nee, ich auch nicht. Da? Warte. Ich habe Hand von. So, fahren wir einfach mal über Gelb. So. Alter Finne. Wie kriegt denn die Hupen aufs Lenkrad? Alles im. Ich bin gerade 30 gefahren. Alles im gelben Bereich, sagen wir mal so. Alles im gelben Bereich hier. Kannst du schon fast das Licht anmachen hier drin. Ja, also die Mädels sind auf jeden Fall schon eines Anblickes würdig. Ja. Teilweise. Natürlich nicht generell, aber teilweise. Ist hier ist neuer Belag, also ein längerer Bremsweg. Hier kannst du aber lernen, aber. Bob, Blift, Friss. Hier 50. Hier 50. Da, Bob, Blift, Friss. Bob. Bob. Bronovo. Was ist Bronovo? Tennispark der Butler. Da steht nochmal Scheveningen. Scheveningen. Das ist nur für Hedlingen. Ja, wir machen, das ist alles nur Scheppers, ne? Wir oder? Machen das alles für Scheppers. Let up heißt so viel wie pass auf. Let up, Drempel. Drempel. Let up, Drempel, das heißt pass auf. Ich drempel dir gleich ein. Ich drempel dir gleich ein. Auf der Uit. Auf der Uit, ja. Bronovo. Was? Bonobo? Bronovo. Ja, sag ich doch, Bronovo. So richtig der Kotzfaktor. Genau, ja. Aber also, schreibt es euch rein, wenn euch die Kameraführung etwas stört, dann ist das alles in Ordnung. So. Kannst du dich mal wegmachen? Um Astra Turbo, mach dich mal. Hätte ich jetzt mal. Wir gerne. Müssen auch noch rechts. Muss auch rechts. Ich so, okay, warum ziehen alle nach rechts und wir nicht? Nicht die Beifahrerin, sondern die hinten drauf ist. Wahrscheinlich die Oma oder der Opa, der Langhaarige. Der langhaarige Opa. Ja, du lachst. Ich finde das gar nicht mal so unwahrscheinlich, so wie das aussieht. Oh. Hier? Schöne Kanäle schon. So, hier ist aber auch wieder schönere Häuser. Ja, das stimmt. Und eine schöne Skyline. Ja, kommt sofort. Momentchen. Ich halte euch mal gleich raus, dann habt ihr keine fliegenverschissene Scheibe. Hier ist auf jeden Fall kein Opa, das ist so eine Jugendtruppe da. Mit grauen Haaren. Das ist schwarz. Ja, hör mal, ich weiß, wo Mitte ist hier. Mitte. Wie ein Stück. So, ich hoffe, ihr seht die. Oh, die Skyline. Skyline. Warte mal, so. So? Ja. So siehst du nur die Nummernschilder. Nee. Ich bin mal echt gespannt, wie die Aufnahme ist. Du hast gesagt, Weitwinkel. Ja, ja, kriegst du alle drauf. Jetzt gucken wir uns das schwarze Mädel mal an. Das schwarze Mädel. Ich halte jetzt nicht permanent die Kamera drauf. Haha, siehst du trotzdem nicht. Nur so ein Ranztyp sehe ich da. Haha! Ja, ich würde sagen, jetzt wird es auch langweilig. Hau mal rüber. So, Freunde. Ja, vielleicht sieht man so ein bisschen. Bei dir, komm mal her. Auf jeden Fall hast du. Aber ich merke nichts, also noch nicht. Geh mal her, damit er nochmal rüber sieht. Das ist der im Dunkeln leuchtet. Aber ich spüre echt nicht viel. Ja, doch nicht. Ja, ja, wie gesagt, noch nicht, aber. Kannst du mal deinen Arm so parallel da zwei? Nein. Anatomisch nicht möglich. Hätte ich jetzt gerne gesehen. Ja, Freunde. Es ist jetzt auch so ein bisschen langweilig, hier die ganze Zeit die Kamera rumzuhalten und hier durchzufilmen. Spätestens auf Autobahn wird es dann noch langweiliger. Genau, 120. Weil du darfst hier auf der Autobahn nur 120 fahren. Die ganze Zeit durchgehen, das ist echt.
Da hast du schon einen A6 und was darfst du machen? Nix. Selbst die Kinder haben hier keinen. Hast du das gerade gesehen? Was denn? Das Kind hatte keinen Helm. Und das war zwei. Das konnte sich gerade festhalten, wie so ein Panda-Bär. Er wäre aber auch bescheuert, wenn 18-Jährige, die ein Moped haben, keinen Helm tragen müssen und Zweijährige dann doch. Was ich hab nachsynchronisiert. So. War ein Weiberschlag, ne? Der erste war okay. Der erste war gut, der zweite nicht? Nee, der zweite ja? War einer zu viel. Ja und? Nein. So. Irgendwas wird hier auch kameramäßig überwacht, aber es ist jetzt scheißegal. Ja, mindestens hier der Wahl. Ihr könnt ja mal schreiben, was das wahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit, von einer Möwe angekackt zu werden, genau, oder vom Blitz getroffen zu werden, das ist die Frage des Tages, die mir auch beweist, dass ihr wirklich so cool wart und dieses Video bis zum Ende gesehen habt. Ich würde sagen, der Robert verabschiedet sich jetzt. Ich verabschiede mich schon mal mit einem guten Schuss und jetzt viel Spaß mit Robert. Ja, nicht so viel hier Sonnenbrand-Action, sonst sieht das so aus.